Willkommen zurück bei Spinny! Spinlock. Willkommen zurück bei Spinlock. Und cool, ich sehe hier, ich gehe jetzt zum dritten Mal lang und habe schon wieder was übersehen. Genau, hier müssen wir, hier wollen wir lang. Oh, irgendwas macht was mit mir. Okay, aufgeladener Angriff, auch noch mal ein bisschen EP. Es gibt witzige Finisher-Moves. Wir nehmen das jetzt einfach mal, weil wir wissen nicht, was hier unten kommt. Und ich muss echt mal, ich muss mehr EP... Ups. Ich muss mehr EP kriegen, weil wir haben viele Sachen, coole Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte, für die ich schlicht und einfach EP brauche. Ruf, Entschuldigung. Wir nennen es, ja, Ruf. Keine Echos, keine Seelen, keine Ergos, keine... Ruf. Das sieht wie eine Tür aus, die sich nur von der anderen Seite öffnen lässt. Okay, also einiges an Schwefel, das ist schon ganz cool. Und jetzt gehen wir einfach wieder raus. Aber. Aber trotzdem, das sieht sehr stark danach aus. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wäre mir nicht so sicher, dass ich darüber kann. Ich glaube nicht, dass ich darüber kann. Ich werde es auch nicht ausprobieren, alles gut. Da gibt es ja Orte, wo ich eher rüberspringen würde. Ah, hier gibt es einen Shortcut, aber auf der anderen Seite. Da. What? Sorry? Hey? Ach, das ist meine eigene Markierung. Ich bin ja echt ein schlauer Bursche. Die habe ich. Ich habe die bis gerade nicht gesehen. Und plötzlich, ich gehe hoch und plötzlich sehe ich meine. Hey? Okay. Das ist meine eigene Markierung. Sehr schön. Ich hätte gern noch. 1000 EP. Kriege ich das hin? Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch irgendwo ein Typ. Ich hätte gerne noch 1000. Okay. A crushing blow. Hier müsste auch überall, hier müsste irgendwo eine Spinne sein. Ach scheiße, warum habe ich den nicht aktiviert? No. Ah, hier ist dieses große Vieh. Oh, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich hier stehen. Ah, ja. Mach's nicht. Vorsicht, okay. Ich habe jetzt plus 95%, das ist schon echt viel. Den will ich nicht angreifen. Hier ist dieses komische... Ich will die eine Spinne noch getöten. Die müsste eigentlich noch irgendwo eine Spinne sein. Ich bin zu feige, was das betrifft gerade, aber... Ich will schon wieder was übersehen, ne? Also... Ja, es ist überall was versteckt und gleichzeitig... Das ist jetzt nicht so gut. Den habe ich schon aktiviert. Okay.
doch, die 181 wären schon geil gewesen. Noch zusätzlich. Ich brauche, glaube ich, 4100 oder 4200 EP. Die würde ich tatsächlich gerne noch einmal kurz machen, weil dann würde ich Pistole noch einmal aufleveln. Nein, du sollst sie hochnehmen. Du sollst... Hi. Ich wollte einfach nicht. Hat er keinen Bock gehabt? Hat da keinen Bock gehabt? Ein bisschen schade. Wie gesagt, das nächste wird halt ein Boss werden. Ja. Jetzt mit dir. Komm, heb sie hoch. So, ich glaube, das war's hier, oder? Ist das genug? Ansonsten kann ich ja noch Sachen einsetzen. Ich würde einmal kurz zum Lager zurückgehen, weil, wie gesagt, ich würde dann, ne, damit wir auch mit null Ruf quasi jetzt zum Boss, weil als ob da jetzt kein Boss kommt, ich meine, ich bitte euch. Zeit für so. Oh, es waren genau 4000. Gut, dann schauen wir mal, was für ein... Ist das denn unser erster richtiger Boss? Ich meine, ja, wir hatten so kleine Weiler-Bosse und wir hatten halt den Steinritter. Aber wir hatten jetzt noch keine irgendwie große Boss-Arena und... Aua, okay. Oh, scheiß Rote. Ja, gut, dass er dann den Fokus verliert. Das ist super bescheuert. Schieß sie auf mich. Scheiße. Was war das? Hey, ich hab doch gerade... It's getting away. What? Was war das denn jetzt? Siege den Anführer. Incoming. Wer bist du? Young? Ich würde gerne einmal kurz hier weg. Ohne. Da ist nicht zu viel von. Ich würde gerne meine Seelen einsammeln, ich kann aber nicht. Also ich bin stuck. Ich würde gerne meinen Boni kriegen, weil von 2000 EP 41%. Yep, hätte ich gern. Kann ich noch gleiten? Okay, gleiten habe ich anscheinend schon. Sonst noch irgendwas? Nein, ich nehme es einfach, bevor hier irgendwas passiert. Schulterstück des Magus. Wenn du einen Gegner im letzten Moment ausweichst, werden alle Gegner um dich herum... Oh, hallo.
Was habe ich gerade an? Ne, fertig besser. Forge Master, you came. You talked a big game back in Mudfish. Had to see it for myself. And I don't even know your name. Nor. Nor Vanek. I've never seen anyone fight like you, Nor Vanek. Or anything like that fox thing. What do you call it? Enki. My name is Enki. It is. Then thank you, Enki. As for you, Nor Vanek, you won't go far if you keep wading into battle dressed like a ragtag soldier. I've done fine so far, Forge Master. You deserve better. I just need a safe place to work. As I start up Count down the road, he'd be more than happy to put you up. Good. Tell the old hound that Lump is coming. And to reach the city, cut through the foglands to the Black Powder Factory. From there, you can climb all the way up into Rit. On it. Okay, ich habe jetzt insgesamt fast 8000 EP bekommen, weil wir hatten ja vorher 7700 etwa. Night Router, Revenant Vanquisher. How can we ever repay you? Do you have something for the sulfur stink? Patience and time are the best remedies. Barring that, a clothespin on the nose. Yes, das habe ich mir erhofft. Es gibt Gerüchte, das ist schön. Es gibt wieder nur irgendwelche Sachen, die ich so einkaufen kann. Okay, Gerüchte. I'm worried for one of my patrons, Obas. I warned him that the hills are crawling with dead, but he's gone to meet his daughter there anyway. I'll keep an eye out for him. Where do they meet, good host? Atop in Leiden's Peak. It's a steep climb, but he looked determined. Keep an eye out for him, will you? It's a bad time to be in Rit. Folks are disappearing in broad daylight on Bohal the Butcher's orders. Then someone should free them. Why are they being taken, good host? Screaming was heard coming from an alley in the slums. Perhaps you should look there, if you've the stomach for it. Junger Schuch aus dem Mund, dann kann man das auch verstehen. Don't be a stranger. Wir haben jetzt zwei Nebenquests angenommen und wir haben eine Hauptquest. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz in der Stadt hier um, weil hier waren wir ja noch nicht. Nach vor allen Dingen Holz. You mein Holz. Yay, Sebo. Wahrscheinlich gibt es ja auch wieder einen Brunnen, den kann ich mir auch noch holen. Holz. Holz, Holz. You could have run when we were fighting the Revenant. That is true. No more unnecessary risks. Agreed? I can do that. Ich hätte gerne noch ein klein wenig mehr Holz. Weil. Oh, hi. Ich glaube, ich brauche nämlich 12 schon fürs nächste Upgrade. Das heißt, ich könnte meine Axt sogar direkt nochmal hochleveln. Do you think they'll call us cowards for leaving Dawn? I doubt it. All the brave ones are dead by now. The rest are just cowering. Okay. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal gerade kurz in der Stadt um. In der Hoffnung, da hinten glitzert zum Beispiel was. Noch irgendwas Schönes zu finden. Ich würde sagen, wenn ich hier in der Stadt leben würde, ne, dann hätte ich ungern so ein Skelett neben meinem Haus. Vielleicht macht er deswegen auch nicht auf. Vielleicht liegt er da hinten. Just an idea. Sulfur's good for the grapes, you know. We'll be stinking, but at least we'll be stinking drunk. As well. Also. Yep. Alright. Sowas wie ein Händler gibt's ja nicht. Es gibt aber ja auch nicht so wirklich Items, zum Beispiel, also irgendwelche Handwerkswaren oder sowas gibt's ja gar nicht. Aber die Macht der Richter stieß an ihre Grenzen. Ihre mächtigen stoßzahnbewehrten Bestien erkrankten an fremden Seuchen und starben aus. Und die von den Richtern beherrschten Völker rebellierten. Außer jene der Gipfel. Und so kehrte die Richter gedemütigt in ihre Feste zurück. Hatten wir Teil 1 schon? Ich glaube nämlich. Also es müsste auf jeden Fall was her sein. Auf jeden Fall nicht in den letzten 2-3 Parts, sondern irgendwie eventuell in der letzten Stadt. Pity me.
I never thought I'd miss this place. Glaub mir, diese Sitzhaltung ist leicht ungesund. Don't stand too close to those. What's wrong? Those are sulfur and saltpeter kilns. They're making vitriol. And that's... They use it to bleach clothes. If you get it on you, it will peel your fur off. It will peel your fur off. Ja, wir haben ja auch einen Furry dabei. Okay. Soon as all this is over, I'm sailing out west. I'm sick of this place. I'm sick of this place. Okay. Dann haben wir hier unten alles. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ich möchte natürlich jetzt eigentlich auch nicht mit der Hauptstory weitermachen. What an odd house. There's neither a roof nor walls. That's a crane. Ridiculous. A crane's an animal. Wow. It's a machine for moving heavy things. They named it that because its shaft is long like a crane's neck. Ingenious. Okay, also, okay. Ja, ja, alles klar, Enki. Alles klar. Nicht noch mehr Holz? Gut, dann gucken wir uns jetzt mal an, wo wir sind und wo wir hinwollen. Quests. Nein. Nein. Ja. Wir hätten Fände Obers. Wo ist Obers, wenn ich fragen darf? Obers ist... How the fucking hell am I supposed to get here? Huh? Okay, die andere Quest. Ich muss mit der Hauptstory weitermachen. Hm. Okay. Okay, I'm quite surprised, aber okay. Okay. Gut. Dann. Achso, jetzt habe ich aber die Hauptquest nicht aktiv, ne? Und es sei denn, wir finden jetzt hier irgendwie einen Weg. Also würde ich gerne. Ich würde gerne einen Weg finden. Ha, da gibt's Leben. Ich habe übrigens dieses Gefühl. What a terrible stench. How can you stand it? Just move fast, breathe through your mouth. Is that what sappers do? What was other things before I became a sapper, Enki? Anscheinend habe ich gerade ein verstecktes Eisen gefunden. Was, bist du ein Gegner? Kann ich nicht anvisieren. Doch, ich kann nicht anvisieren. Oh ja. Achso, habe ich schon. Egal. Du hast nicht wenig Leben. Hier hinten war aber auch noch einer. Der ist gerade einfach im Wasser verschwunden. Ich habe es genau gesehen. Ah. Es sind sogar mehrere. So. Dass ich jedes Mal ruhige Hand neu aktivieren muss. Was? Entschuldigung, wer Escape nirgendwo wohin? Ich weiß nicht, ob ich also Sümpfe vor allen Dingen seit Dark Souls und einigen anderen also From Software Spielen bin ich nicht mehr der größte Fan von Sümpfen. Ja, Schandstadt etc. The relic's power. I feel it in my blood. Ich habe 64%. Ich würde eigentlich gerne
Einfacherer Gegner. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Wieso hat er nicht auf den Schuss reagiert? Ich habe extra geschossen, weil ich irgendwie 60% hatte. Ah, egal, jetzt bin ich schon wieder bei 35. Oh, warte mal, oder? Langsam gehen mir so ein bisschen die 3 Standardsätze von Enki auf den Sack. Oh, nice find. Oh, this might be useful. Oh, this one may kill me. Ich hasse diese Bombenheinis, ne? What's this then? Was ein Bullshit. We have company. Something isn't right. Tread carefully. Ja, gucken wir gleich. Lass mich das mal ganz kurz. Achso. Okay, ja. Schöne ist, ich habe ja 3 Schuss. Und das Schöne ist, wenn ich korrekt nachlade, dann habe ich tatsächlich 4 Schuss. Und das ist halt. Also, nee. Don't let her near the manifestation. Kill her. Den zweiten Schuss. Also, diesmal hatte ich keinen Schuss. Ich sterbe gerade. Ist nicht gut. Oh, 49%. Kann ich jetzt noch irgendwas Anständiges damit machen oder nicht? Ich meine, den könnte ich einfach abschießen, aber was ist das hier? What is that thing? It hurts to look at. A spell harvested from the great below. Too dangerous to leave unattended. Unworthy scum. You don't know the powers you mess with. Oh wow. Unworthy scum. Ow. Mit der einen Attacke hatte ich nicht gerechnet, dass sie so quasi eine Schockwelle nach vorne macht. Kann ich das Ding jetzt hier irgendwie kaputt machen? Mhm. Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist schon wieder irgendwas neu. Handbuch. Was ist das hier? Das ist, ach so, das ist unsere normale Fähigkeit. Und da haben wir anscheinend eine neue Lebensburger. Aktiviert diese Kanone um 8 Sekunden lang einen Wirbel aus magischen Angriffgegnern, kostet 8 Meter zu entfesseln. Jeder dieser Angriffe regeneriert eine LP um 100% des verursachten Schadens. Es macht halt weniger Schaden. Oh ja, you know, why not? Probieren wir mal aus. Probieren wir mal aus. Hier haben wir einen schönen Stein, an dem wir uns jetzt entspannen können. Wir haben auch 8500 Star. Haben wir eine Pistole aufgegradet? Ja. Hatten wir? Hatten wir, vor dem Kampf. Ich wollte jetzt tatsächlich meine Waffe nochmal upgraden, aber ich glaube, dazu fehlen mir 2 Holz. Feeling pretty good. Ich glaube, dafür fehlen mir. So, what were you before you became a sapper exactly? I was a trapper. That's someone who opens and closes vents to a mine. Hated every minute of it.
You must have been a child. I was old enough. We had to put food on the table. Hey, ich hab doch... Ich sehe nicht. Das ist halt ein bisschen unfair. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen unfair, aber gut. Das ist ja nur meine Sicht der Dinge. Die, ach, warum? Ist noch okay. Shit, und da kommt das Arschloch von hinten. Also diese Granatenwerfer sind echt lächerlich. Okay. Ich meine, ich habe witzigerweise theoretisch auch welche. Praktisch auch. Badei. Ich vergesse die halt fast jedes Mal. You picked the wrong fight. Hier ist das Holz, was ich gebraucht habe. Also, ich würde die jetzt gerne versuchen, nacheinander wegzusnipen. Ich weiß, dass ich den Typen... Nee. Wirft da schon einer auf mich? Der hat gerade kein Schild an, der Typ da. Habe ich ihn getötet? Du Arsch. Das Schöne ist, ich töte dich jetzt, dann muss ich weg, weil... Ja. Ach, diesmal nicht, oder was? Hexerhelm. Wenn du einen Gegner innerhalb von 10 Sekunden mit 4 Flüchen belegst, verursachst du eine Explosion, die alle Gegner umkreist von 4... Das mache ich andauernd. Aber ich habe halt ein Pionierset, was eigentlich auch nicht verkehrt ist. Aber das, ich möchte es gerne mal ausprobieren, weil tatsächlich mache ich das häufiger mal. Kann man die eigentlich auch upgraden? Bis jetzt haben wir noch nicht die Möglichkeit dazu, oder? Aber ich glaube, man konnte bis jetzt nur Waffen upgraden, oder? Habe ich eigentlich das Magus... Ich weiß auch nicht, wo ich die ganzen anderen Teile von den Sachen herbekomme. Wohin bringst du mich, hm? Da ist ein Gegner, da ist das Leben. Das Problem ist, ich habe echt noch ein bisschen Probleme mit diesen... Ich hab ein bisschen Pro. Bist du wieder so ein. Natürlich bist du so ein Stark. Aktivieren wir ganz kurz eben das, damit wir zurück können.
Holen uns mal ganz kurz mehr Leben. Wir können hier von hier aus ja überall hin. Holy shit. Ich habe auch gerade gut EP. These shrines look well tended. That forgotten god must have been important. More than you can imagine. Okay. Das hier ist auch eine Abkürzung tatsächlich. Look at that. Ja, perfekt. Achievement, aktiviere 20 Schädel. Okay. Genau, weil von hier aus kann man jetzt nämlich auch überall hin. So. Da ist Erz. Da ist auch noch ein Schädel, was mich ein bisschen wundert. Weil ich nicht genau weiß. Oh, scheiße. Okay, Enki kann sie nicht hochhalten. Oh, das war knapp. Perfekt. Wonderful. So, hier hinten ist auf jeden Fall noch was. Ein Schwefel. Und ich glaube, ich werde jetzt auch meine EP einmal einsetzen. Weil ich keine Lust habe, die auch noch zu verlieren. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, den hatte ich gar nicht gesehen. Den Weg hatte ich gar nicht gesehen. Cool. Hatte ich den Weg gesehen? Ja, hier war irgendwie Schwefel oder so. Okay. Den Weg hatte ich nicht gesehen. Gut. Hier ist lauter Stuff, da Stuff, da Stuff. Hier ist auch Holz, das ich gerne hätte. Da kommen wir von der anderen Seite ran. Was ist da drüben? Oder ist da drüben etwas? Ja, ist es. Scheiße, ich war nicht am Sprinten. Hat aber funktioniert, okay. A welcome find. Danke, Enki. Hast du noch irgendeinen anderen? Das sah gerade kurz nicht so aus, als sollte ich das. Also, ja. Apropos, wo ist eigentlich der nächste Stein? Ist das. Der ist direkt hier unter mir? Nee, was? So, der ist direkt hier. Aber ich muss hier, glaube ich, noch einen Schädel aktivieren. Problem ist, da hinten ist wieder so ein Granatenwerfer. Das war nicht nett. Witzigerweise, glaube ich, ich komme da hoch. Das war knapp. Okay, aber hier ist ja nichts. Warum ist hier nichts? Was soll das? Ach, das ist. Da bin ich wieder vorne. Oh. Wo ist meine Ypsilons? Gut. Den Schildhaini haben wir also. Dann holen wir uns noch den da. Ruhige Hand. Weg mit dir. Töte 20 Gegner durch einen Kopfschuss. We did it. So, kann ich jetzt hier irgendwie einen Totenkopf aktivieren, dass wir
auch schneller hierher kommen? Oder irgendwas aktivieren? Ne. Warum auch, ne? Da kämpfen Leute gegeneinander. Back! You rotters! Back! He looks like he could use a hand. Let's hope I won't regret it. Appreciate the assistance. Knight Gimu, at your service. Norvanek. Yes, I've heard of you. The woman that killed the Whitebridge Horror. How come you aren't attacking me? Like the rest of your order. I'm sworn to keep the peace in the peaks. Containing the dead is my priority. If anyone asks, I never even saw you. Tread carefully, Norvanek. That I will do. Okay. Hier ist ein Lager. Moment. Irgendwo hier ist ein Lager. Kurz gucken. In, genau, hier oben. Perfekt, da will ich hin. Und dann können wir uns alles weitere im nächsten Part anschauen. Bitte nur ein Lager. Wonderful. Hi, Bas. Das ist so geil. Mit seiner scheiß Ukulele. Nein, ist eine Gitarre. Ach so, ist das. Torturing the poor guitar, I see. Is that all whistling? Up to you. Play on, Supper. I'm waiting for you. I just realized you called Young Lump. Young called you Old Hound. Like the joke. Took you long enough? Which joke? It's nothing. A trifle for children. Lump went hunting with his old hound, and the hound would point to things. Did you see this? Did you see that? No and no. Lump would grumble, until the hound said, again, did you see that? Aye, I did, Lump rumbled. Then why'd you step in it? Okay. I don't get it. Me neither. genau, zum Upgraden. 30 Holz. Ja, ich glaube, ich werde die upgraden. Ich glaube, die Waffen-Upgrades sind für mich gerade mit am wichtigsten. Hello again. Glad you joined us, Forge Master. You helped my people more than those up in Rit. It's only fair. What's going on up there? The damn fools found religion is what happened. They let the peaks fall to ruin in Ramaha's name. It's not entirely their fault. If Ramuha is actually in control... The failure is the judge's own. The goddess is an excuse. A fable. The goddess is real, Forgemaster. We hope killing her will save the peaks. Three peaks is doomed. The knights are done for. Best you can do is spare the people. Ah, er kann... Nur Helme? Nur Helme? Ah, Junge ist ein ehemaliger Schmiedemeister, der genau weiß, wie man Helme verbessert. Schön. Toller Rüstungsschmied. Fixiert auf Helme. Ah, gut. Okay, mir kostet das viel zu viel Eisen und auch, also, dafür habe ich jetzt noch nicht so, das möchte ich haben. Ich glaube, wenn das später der Fall sein wird, so nach dem Motto, okay, ich bin was, mit dem ich 100% zufrieden bin, dann ist das was anderes. Aber ja, dann machen wir hier einen Cut und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Heli.